Ein Leben voller Demütigung und Gewalt. Jeden Abend wurden wir von den Polizisten angehalten. Wenn wir uns nicht ausweisen konnten, verlangten sie Geld. Wenn wir dagegen protestierten, kamen wir auf die Wache. Da gab es Schläge bis zum Morgen. Und niemand wollte uns eine Wohnung vermieten. Die einzigen, die uns Wohnungen gaben, waren die Zigeuner. Esmeray will uns das Haus zeigen, wo sie gewohnt hat. Der Händler im Erdgeschoss ist ein alter Bekannter. Er freut sich über das Wiedersehen. Dass seine Nachbarin mal ein Mann war, damit hat er kein Problem. Wir haben uns gut verstanden. Nur einen Geliebten von ihr haben wir mal erschreckt, weil wir den für einen Einbrecher hielten. Der war gar nicht mein Geliebter. Der war bloß ein Freund. Der Arme kam völlig verängstigt bei mir an. Kommen Sie, gehen wir. Sonst sagt er noch mehr schlechte Sachen über mich. Alles klar, mach's gut. Wir fahren mit Esmeray auf die asiatische Seite der Stadt. Zu Radio Özgür, Radio Freiheit. Die Frauen im alternativen Sender sind für Esmeray wie eine Familie. Esmeray schluckt weibliche Hormone und anatomisch ist sie immer noch ein Mann. Aber das spielt hier keine Rolle. Hier ist sie willkommen, als Frau unter Frauen. Einmal in der Woche moderiert sie die Sendung Hexenbesen. Eine Stunde Programm von und für Randgruppen. Heute Abend erzählt die Mutter eines autistischen Jungen von ihren Problemen. Als Transsexuelle bin ich als Minderheit erkennbar. Aber andere sind es nicht, zum Beispiel Atheisten. Als Atheist riskierst du in dieser Gesellschaft auch etwas, wenn du dich dazu bekennst. Du kannst deinen Arbeitsplatz verlieren. Als wir Atheismus hier zum Thema gemacht haben, da bekamen wir viele Mails von Menschen, die sich durch unser Programm ermutigt fühlten. Die sagten, ihr habt uns aus der Seele gesprochen. Ob ganz Frau oder halb Mann. Die Kolleginnen bewundern Esmeray für ihren Lebensweg. Besonders bei den Schwulen und Lesben der Stadt kommt diese Sendung gut an. Esmeray ist glaubwürdig. Sie erzählt fast in jeder Sendung etwas aus ihrem eigenen Leben. Unglaubliche Geschichten vom Leben einer Außenseiterin in Istanbul. Heute Abend wird Esmeray sie vor großem Publikum erzählen. Letzte Proben für ihr neues Bühnenprogramm. Seit 3 Jahren erobert Esmeray als Kabarettistin die Stadt. Heute Abend tritt sie erstmals im Theater der Bosporus-Universität auf. Der Saal ist ausverkauft. Vor allem Studentinnen wollen die ungewöhnliche Frau sehen, die einmal Mehmet hieß. Ein kurdischer Bauernjunge ohne Schulabschluss, eine transsexuelle Prostituierte. Und jetzt sind Hunderte von Studenten einer Elite-Uni gekommen, weil sie sich für ihr Leben interessieren. Das ist ein großer Moment für Esmeray. Ein sonniger Wintertag am Bosporus. Selva Gürduan und ihr Mann tanken hier Energie für die harte Konkurrenz in ihrem Geschäft. Die Silhouette von Istanbul ist sehr eindrucksvoll. Aber das allein inspiriert einen Künstler nicht. Es sind die Menschen und ihre Geschichten, die uns die Energie geben. Viele seltsame Dinge treffen hier aufeinander. Und das zündet die Kreativität dieser Stadt. Allein diese total unterschiedlichen Menschen in dem kleinen Park hier. Und wir beide gehören da auch irgendwie dazu. Und das macht das hier spannend. Musik
Doch das alte Istanbul der dörflichen Stadtviertel ist in Gefahr. Der Boom und das viele Geld in der Stadt vertreiben die ärmeren Bewohner. Auf der asiatischen Bosporusseite gibt es solche Stadtteile noch. Dort leben Muslime, Christen und Juden einträchtig nebeneinander. Selva und Gregas wollen, dass ihre Kinder hier aufwachsen. Wenn Selva mit den blonden Kindern unterwegs ist, wird sie oft gefragt, wo ist denn die Mutter? Man hält sie für das Kindermädchen. Der Abend der Entscheidung. Teilnehmer und Gäste des Architekturwettbewerbs auf dem Weg zur Preisverleihung. Keine Frau hier trägt ein Kopftuch. Es gibt heute viele erfolgreiche Geschäftsfrauen in der Türkei. Aber kaum eine dieser Frauen hält sich wie Selva an die religiöse Tradition. Der Preis, der heute verliehen wird, gilt unter Stadtplanern als der vielleicht wichtigste der Welt. Es geht um Ruhm und 100.000 Euro Preisgeld. Superpool geht als Favorit ins Rennen. Doch auch die drei anderen Teams hoffen auf den Lohn für monatelange Arbeit. Die freundlichen Tischnachbarn sind die Konkurrenten aus China und den USA. Jetzt liegen die Nerven wirklich blank. I have the honor of presenting you with our jury's pick for this year's award. Und der Gewinner heißt Paula Yoon Architecture. Aus der Traum. Die Jury hat sich für den amerikanischen Entwurf entschieden. Selva Gürduan kämpft gegen ihre Enttäuschung. War ihre Idee zu kritisch gegenüber dem Autoverkehr? Doch Selva wird die Enttäuschung überwinden. Der nächste Wettbewerb wartet schon. Für Esmerei ist die Anspannung noch nicht vorbei. Dieser Auftritt vor den Studenten ist keine Routine. Jetzt verstehe ich, wie sich andere im Theater vor einer Vorstellung fühlen. Doch auf der Bühne ist Esmerei souverän. Launig erzählt sie Anekdoten aus ihrem Leben. Von der Musterung für die Armee zum Beispiel, wie sie da in hochhackigen Schuhen erschien. Schon als Kind wollte sie kein Junge sein. Ein Marienkäfer könnte alle Wünsche erfüllen, hieß es in ihrem Dorf. Ich war furchtbar aufgeregt und habe bis 9 gezählt. Dann flog der Marienkäfer weg und mir war, als ob zwischen meinen Beinen etwas mit ihm fortfliegen würde. Aber es war immer noch da. Ich legte mich schlafen und dachte, das dauert eben ein wenig. Aber am nächsten Morgen war es immer noch nicht weg. Tagelang ließ ich Marienkäfer fliegen, aber das da unten wollte nicht mitfliegen. Und es ist heute noch nicht weg, weil die Behörden, die Psychiater, die Psychologen, die Richter, die Einwohnermeldeämter, weil die alle beschlossen haben, dass es nicht fortfliegen darf. Noch immer wartet Esmerei auf die gerichtliche Genehmigung für eine Geschlechtsumwandlung. Dabei sagt doch längst jeder zu ihr, Frau Esmerei. Der Auftritt an der Uni war ein Erfolg. Und es waren erstaunlich viele Männer da. Sie zeigt uns Dinge, vor denen wir die Augen verschließen wollen. Knallhart, aber auch mit sehr viel Humor. Das ist klasse. Hätten Sie selbst denn gerne an einer Universität studiert? Ja, natürlich. Obwohl, als ich dann die Unis ein bisschen von innen kennengelernt habe, da habe ich mir auch gesagt, gut, dass du doch nicht hierher gegangen bist. Draußen auf der Straße habe ich viel mehr gelernt. Aber nun haben Sie es doch noch an die Uni geschafft. Ja. Hätten Sie sich das vor 10 Jahren erträumt? Ja, ich wusste, dass ich es auf irgendeinem Wege doch noch schaffen werde. Solche Träume hatte ich immer. Musik.
Wäre ich als Frau geboren worden, sagte Esmerei uns später, dann wäre ich wohl immer noch in meinem Dorf in Anatolien und müsste Kinder hüten. Es hätte eben auch Vorteile, erst später zur Frau zu werden. Heute wohnt Esmerei wieder in einem Dorf, auf einer der Prinzeninseln, eine Bootsstunde von Istanbul entfernt. Es war ein weiter Weg. Vom Straßenstrich auf die schicke Insel. Vom unglücklichen Jungen zu einer respektierten Frau. Azrans Film ist fast fertig. In einem Tonstudio muss nur noch die Musik komponiert werden. Der Musiker ist ein Freund von Azra. Er weiß, es wird eine lange Nacht. Und er wird es nicht leicht haben. Dieser Effekt muss mit dem davor verbunden werden, verstehst du? Vorher war es besser. Das darf nicht so positiv klingen. Die Passage da bleibt irgendwie in der Luft hängen. Da musst du noch was dran machen. Das klingt wie Kaufhausmusik. Ich habe mir für diese Passage folgende Melodie gedacht. Was meinst du? Nee, das hört sich doch nach Selbstmord an. In anderen Studios habe ich mich oft gefragt, bin ich hier die Sekretärin oder was? Die Produzenten mussten mich dann beruhigen. Die Männer hätten sich eben noch nicht an Frauen auf Augenhöhe gewöhnt. Ich kam mal in ein Studio, um eine Idee für einen Werbefilm vorzustellen. Die versammelten Männer starrten mich an wie ein Raubtier aus dem Zoo. Aber ich lasse mich davon nicht beirren. Ich muss halt damit leben, dass sowas hier vorkommt. Es gibt in der Türkei ganze 3 weibliche Spielfilmregisseure. Das ist natürlich ein trauriger Zustand. Zum Glück ist der Filmsektor in großer Bewegung. Und für uns in der neuen Generation spielt das Geschlecht keine Rolle mehr. Azra mit ihrer Mutter. Die Mutter ist Schriftstellerin. Bizi bekler sadece inan yeter inan. Moderne, starke Frauen, die gab es schon in der Generation von Azras Mutter. Aber viele Männer haben sich noch immer nicht daran gewöhnt. Kelebekler, martılar filan. Hayat rengini bu. Glaub daran, es kommen noch bessere Tage. Dieses Lied ist das Motto der starken Frauen von Istanbul. Nirgendwo in der Türkei sind sie so viele, so kreativ und so entschlossen.